Wir sind weiterhin in dieser schönen, traditionell anmutenden Streuobstwiese, die die Universität Heidelberg hier im Neuenheimerfeld angelegt hat, und versuchen weiterhin herauszufinden, was denn exotisches Obst im Unterschied zu einheimischen Obst ist. Na, wir haben schon gesagt, dass solche klassischen deutschen Obstarten wie der Apfel oder die Birne eigentlich nicht einheimisch sind. Wir haben zwar Holzapfel und Holzbirne in deutschen Wäldern, aber der Kulturapfel und die Kulturbirne, selbst die ältesten seit Jahrtausenden angebauten Sorten in Mitteleuropa, sind aus Kreuzungen von asiatischen Apfel- und Wildapfel- und Wildbirnenarten entstanden. Wie ist es aber mit der Pflaume? Ja, ich mache diese Videos relativ früh, relativ früh im Jahr, ohne jetzt in die Pflaumen, Äpfel und Birnen zu beißen, weil ich denke, alle wissen, wie ein reifer Apfel, der reife Birne oder der reife Pflaume aussieht. Ich möchte, falls wir später im Jahr weiterhin keine gemeinsamen Exkursionen machen können, euch lieber das exotische Obst in reifen Zustand vorsetzen. Hier aber eine Birne. Ja, irgend so eine klassische blaue Zwetschge. Ah, habe ich Birne gesagt? Oh Gott, ich habe schon zum zweiten Mal das Video angefangen. Na gut, eine Pflaume. Eine klassische blaue Zwetschge. Da gibt es viele verschiedene süddeutsche Dialektausdrücke für diese blauen Pflaumen. Ja, wie steht's denn mit denen? Sind die wenigstens einheimisch? Nein, die Situation ist wieder die gleiche wie bei Apfel und Birne. Auch die Pflaume ist höchstwahrscheinlich in Asien durch die Kreuzung, wahrscheinlich in Vorderasien, durch die Kreuzung zwischen Kirschpflaume und Schlehe entstanden. Kirschpflaumen sind diese, ja, manchmal angepflanzten, oft wild vorkommenden Pflaumen, die rund und rot oder gelb sind, die in fast jeder Hecke wachsen. Und die Schlehe wächst zumindest in trockenen Kaltgebieten auch in fast jeder Hecke. Ja, die Pflaume ist also auch keine einheimische Obstart. Natürlich eine klassische, traditionelle, sehr traditionsreiche Obstart, aber eben keine einheimische. Interessant ist, dass bei der Pflaume bis heute der Schwerpunkt der Pflaumenkultur auf dem Balkan ist. Serbien ist wohl der weltgrößte Pflaumenproduzent, überwiegend für Slivovitz, was wortwörtlich Pflaumenschnaps ist. Naja, Bulgarien und die anderen Balkanländer sind da auch nicht weit hinterher. Ausnahmsweise mal eine Obstart, wo das Hauptanbaugebiet in Europa liegt und nicht in China oder in den USA. Das Interessante ist, in Südosteuropa, also in meiner Gegend auf dem Balkan, wurden Pflaumen noch bis ins 20. Jahrhundert als Währung benutzt. Die hügeligen Gebiete, so in einer Meereshöhe von 300, 400, 500 Meter, hatten wenig Spätfröste und deswegen viele Pflaumengärten. Die Gebiete im Flachland hatten viel Löss und viel ebenes Land und bauten viel Getreide an. Und mein Großvater hat mir erzählt, sein Großvater und später auch sein Vater hat in vielen Jahren nach einer guten Pflaumenernte den Ochsenkarren mit Pflaumen beladen, ist in die Ebene gefahren, Richtung Donau. Und sobald er in Gebiete mit Spätfrösten kam, die keine guten Pflaumenernten hatten, hat er einfach 3 Eimer Pflaumen gegen 1 Eimer Weizen oder anderes Getreide eingetauscht. Und nach wenigen Tagen kam er dann wieder zurück. Der Ochsenkarren war zwar deutlich leerer, aber man hatte dann zumindest genug Weizen, um seine eigene magere Ernte aus dem Hügelland aufzubessern. Und wenn die Pflaumenernte besonders gut war, in diesen Gegenden auf dem Balkan hatte jedes Haus noch ein kleines Trockenhaus im Hof, ein kleines Haus, das nur dazu da war, um Pflaumen und in manchen Fällen auch andere Sachen wie Äpfel oder Pilze oder Kirschen zu trocknen. Na gut, dann hat man halt große Mengen an Pflaumen in diesem Pflaumenhaus getrocknet.
in diesem Trockenhaus getrocknet und im Herbst konnte er nochmal in die Ebene und nochmal Pflaumen gegen Getreide umtauschen. Naja, und diese Tauschgeschäfte mit Pflaumen haben über Jahrzehnte und über Jahrhunderte hinweg viele Hungersnöte in den Hügel- und Gebirgsgegenden des Balkans verhindert. Und Gegenden, die zu weit weg waren, um die frischen Trauben in die Ebene zu schaffen, die haben halt Pflaumenwein und vor allem Pflaumenschnaps hergestellt. In Deutschland hat die Pflaume vielleicht keine ganz so große kulturelle Bedeutung wie auf dem Balkan, aber trotzdem, ich will sie nicht schlecht machen, sie ist eine sehr gute, sehr traditionelle Obstart hier. Nur, genauso wie Apfel und Birne, eben keine wirklich 100% einheimische.